Es wurde ein sehr, sehr schönes Bild, ein sehr intensives Bild. Maria ist die Morgenröte unseres Heiles. Sie ist eine sichere, eine feste Hoffnung für alle, die aus ihrem Leid, aus ihrer Sorge, aus ihrer Not herausrufen, für Kranke, für Sterbende, für Enttäuschte, für Hilfesuchende. Man sagt ja auch, sie ist der Morgenstern. Man sagt ja auch, dass sie der Stern des Meeres ist, Meerstern, richtig groß. Und dann haben wir heute diese Texte gehört. Wunderbar. In der Heiligen Schrift steht nichts über die Geburt von Maria. Sie ist wie immer so im Hintergrund, steht sie. Aber sie ist ganz präsent. Und die ganze Schöpfung, sagt der heilige Bernhard von Clairvaux, wartet darauf, dass sie kommt und wartet darauf, dass sie dann erwachsen genug ist und dass sie dann ihr Ja sagt und dass sie mithilft, dass das Heil, dass Jesus kommen kann. Das Evangelium, das wir gehört haben, auch ein sehr, sehr schönes Evangelium. Man hätte auch Kurzfassung lesen können. Und dann hätten wir begonnen, da wo es heißt, im 18. Vers der Matthäus 1. Kapitel, mit der Geburt Jesu Christi war es so. Aber wir haben von all den Generationen gehört, von Abraham bis zu Josef. Und da freue ich mich, wenn das gelesen wird. Ich kenne nicht alle. Ein paar wenige Geschichten kennt man schon, wo es Unregelmäßigkeiten gegeben hat, wo es Ehebruch gegeben hat, wo sogar Prostituierte mit in die Generationsfolge hineinkommen. Aber keiner wird vergessen. Sie werden alle aufgezählt. Und dass keiner vergessen wird. Und dass auch die Schwachheit des Menschen, das Fehlverhalten, die Fehltritte, dass sie aufgenommen werden von Gott und dass Gott sich einschreiben lässt in diese Generationsreihe, das ist für mich ein großer, großer Trost. Wenn ich die nicht alle kenne, Gott kennt sie. Und Gott wird niemand vergessen. Er wird auch dich nicht vergessen. Und mich wird er auch nicht vergessen. Und Maria wird dich nicht vergessen. Und mich wird sie auch nicht vergessen. Das ist ein sehr, sehr großer Trost. Und dass all diese Personen aufgezählt werden, das ist so, als ob das Evangelium jetzt zugespitzt wird, nicht nur auf die Geburt Jesu und auf Maria als seine Mutter, sondern zugespitzt auf uns alle. Und das ist das Evangelium. Das ist die gute Nachricht. Beim Gebet nach dem Kyrie habe ich fast einen Versprecher gehabt und Gott möge uns führen auf dem Weg des ewigen Lebens, ich hatte fast gesagt, auf dem Weg des Evangeliums. Beide richtig, beide richtig, denn Evangelium ist auch ewiges Leben. Evangelium heißt gerettet sein. Evangelium heißt in der Freude, der Gegenwart Gottes zu leben. Und Maria, wir sind so dankbar für dein Ja, dass du mit ganzem Herzen Gott gegeben hast. Maria, wir sind stolz auf dich. Stolz passt nicht richtig zu dir, Maria, weil du so demütig bist, aber unser Herz hängt an dir. Und wir sind dankbar, dass wir deine Kinder sein dürfen. Und wir sind dankbar, dass du keines von uns vergisst. Und dir, Maria, wollen wir anvertrauen, das, was wir haben, das, was wir sind. Wir wollen uns deinem Schutz unterstellen. Wir wollen zu dir gehören, weil wir wissen, dass du uns ganz sicher zu Jesus und zum Vater im Himmel führst. Wir bitten Gott um deinen Segen, damit wir ganz sicher geführt werden und auf dem Weg des ewigen Lebens, auf dem Weg des Evangeliums bleiben dürfen, an der Hand von Maria, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.